Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chillan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um zwei schicke Mounts von einer Ruf-Fraktion. Und zwar schauen wir uns heute die Ruf-Fraktion Traumwächter an. Da bin ich mittlerweile auf Stufe 20. Und bei dieser können wir uns hier einmal in der neuen Zone, ist mal grüner Traum, auf den Koordinaten 50, 61 zwei schicke Mounts kaufen. Die benötigen beide Ruhmstufe 18, meine ich. Und, oder? Ich muss jetzt nochmal nachgucken, nicht, dass ich euch was Falsches erzähle. Nein, wir müssen 17 sein, um die zu kriegen. Anscheinend hätte ich euch was Falsches erzählt. Genau, also auf 17 gibt es die anscheinend schon. Und da haben wir zwei Stück, Zügel des Mondtraumhirsches, das kaufen wir uns jetzt mal für 1200 Ressourcen und dann Zügel des sonnenberührten Traumhirsches, auch die kaufen wir uns für 1200 Ressourcen. Dann schauen wir sie uns beide mal an, die schicken Mounts. Die müssten beide das gleiche Grundmodell haben, aber dann dementsprechend eine bisschen andere Farbgestaltung. Mondtraum und Traumhirsch, da haben wir ihn. Genau, das ist schon mal der erste. Also, da haben wir das erste Mount. Das ist jetzt ein bisschen in grau-braun gehalten. Mount Special, ja, kennen wir schon Standard. Trotzdem ganz schick. Ist halt jetzt hier eine HD-Version von den Hirsch-Modellen. Und das zweite, was wir haben, sonnenberührter Traumhirsch. Das ist, hat quasi dasselbe Model. Dementsprechend aber hier in bräunlicher und dementsprechend auch noch mit diesem ja, gelblichen Glow, was ich sehr cool finde. Sogar im Geweih oben ist es mit drin. Ja, doch, hat durchaus was. Gut, wie kommen wir jetzt an die Mounts ran? Naja, wir müssen ein bisschen Ruf hochgrinden. Und ich hatte ja die Tage schon einen Rufguide rausgehauen, der ein bisschen ausführlicher war. Hier jetzt nur nochmal so ein paar Eckpunkte. Falls ihr das ausführlich haben wollt, schaut euch den Rufguide an. Werde ich euch einmal gerne verlinken. Wenn ihr den Ruf hier hochhauen wollt, dann empfiehlt es sich natürlich erstmal, die komplette Kampagne durchzuspielen für diese Ruf-Tokens, die 2500 Ruf bringen. Dann könnt ihr zusätzlich noch die ganzen Sidequests spielen. Eine Sidequest startet hier oben, die restlichen sind im Lager. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, alle möglichen Schätze mitzunehmen. Es gibt einige Schätze, die bringen hier plus Ruf, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann lohnt es sich, die ganzen Weekly-Quests mitzunehmen. Es gibt eine, die bringt hier 500 Ruf, wenn man 1500 Ruf gesammelt hat. Oder die Superblumen-Quest, die ihr hier hinten kriegt, die bringt 1000 Ruf, wenn ihr dementsprechend das Superblumen-Event abgeschlossen habt. Zusätzlich könnt ihr noch alle möglichen World-Quests erledigen. Pro Tag kommen zwei neue World-Quests hier in der Zone. Zusätzlich gibt es noch einen Vertrag mit 15 Ruf für jede Worldquest, die ihr abschließt auf den Dracheninseln. Das beinhaltet auch alle Worldquests, die ihr auf den normalen, ja, Gebieten habt. Heißt, da kommen einige zusammen. Die sind ja biweekly, heißt am Mittwoch spawnt ein Set und am Samstag. Plus dann nochmal Pet Battle Worldquest und PvP Worldquest, die täglich neu dazu kommen, nicht zu unterschätzen. Dann haben wir noch hier bei den Koordinaten 52, 62 das kleine Trade Game, wo ihr täglich zwei oder wöchentlich zwei Quests absolvieren könnt, wo ihr ein paar Waren eintauschen müsst. Und dann habt ihr die Samen noch, wo ihr für die ersten vier 250, nee, für die ersten fünf 250 Ruf bekommt und für alle weiteren, die ihr einpflanzt, 5 Ruf. Zusätzlich haben wir dann noch ein paar Rares, die großen auf der Map eingezeichnet sind, die jeweils 50 Ruf bringen. 25 für den Kill und 25 für den Sack. Aber diese Rares seht ihr immer auf der Map, quasi mit einem großen Sternsymbol. Gut, das war jetzt so der Schnelldurchflug. Wenn es euch nochmal ein bisschen mehr in quasi Detail interessiert, schaut in den Rufguide rein. Und ja, das war's mit dem kleinen Mount Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.